versus Krexel, Kampf 1 um den Schattenorden mit keinem Continue. Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Razors Arena Leiterpyramide Part Nummer 9 zusammen mit Silva. Hallöchen Leute, ja ihr werdet mich nicht los, ich bin auch mal wieder dabei. mal nicht mit Surskit TV, mal nach langer Zeit. Ich glaube, wie viele Parts waren dabei? 5 Parts oder so, richtig lange? Ich glaube sogar 7, oder? Ich weiß es nicht, Tim hat sich auf jeden Fall richtig lang gehalten und dadurch... ja. Ja, aber heute haben wir einen neuen Herausforderer und zwar den Scraxel. Der Name allein schon. Aber wirklich, er bringt geile Pokémon dabei. Sehr coole Pokémon, ja. Mhm. Richtig gute. Also zum Beispiel Pumpkin habe ich schon richtig lange nicht mehr gesehen. Also ja, so Anfang von 6. Gen war es richtig beliebt. Mhm. Aber jetzt Rabigator. Ja. Mirror Match hat genau. Auch eins dabei. Genau, und ja, wie gesagt, halt Pumpkin habe ich auch richtig selten gesehen. Venusaur, okay, kann man jetzt drum streiten mit dieser Floor, aber es ist trotzdem an für sich, ich denke mal, er hat sich schon was bei gedacht gegen die Unnicht-Arena. Vor allem Capoeira. Ja, vor allem Capoeira ist halt gegen Unnicht. Ja, also er hat auf jeden Fall sehr interessante Pokémon und deswegen wollen wir euch den Kampf auch nicht vorenthalten und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Kampf. Jawohl. Und was versprichst du dir? Ich frage immer ja, Zuschauer. Natürlich 4-0 Sweep, ne? Like Surskit TV. Ja, ich denke mal, es wird ein cooler Kampf. Ich überrasche, da es ja der erste Kampf ist, will ich erstmal sehen, wie er seine Pokémon so spielt. Oh, er leadet mit Venusaur. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Okay. Aber okay. Was will man mit Rabigator? Das ist gleich ein Mega. Das ist gleich ein Mega, okay. Ja, ich finde den Namen richtig cool. Mhm, ja. Ich habe meins Palmsohn genannt. Und, oh, du bleibst auch drin. Ja. Ich war froh, dass es... Oh, und der trifft auch noch. Und er trifft direkt. Oh, das... Schauen wir mal, was er jetzt macht. Sehr, sehr interessant, aber... Oh, du wechselst raus? Okay. Ja, so kann ich mich vom Schlafbruder wenigstens eine Weile lang schützen. Genau, und hast halt auch noch die Sleep Claws auf deiner Seite. Genau. Und da kommt mein Creepok. Gigasauger. Ja, das dachte ich mir schon, dass Gigasauger kommt. Ich habe gedacht, entweder Gigasauger oder Matschbombe und dadurch... Creepook, dein Name, der ist genial. Und ist sogar Shiny. Shiny finde ich, ja. Echt, sieht echt besser aus als so. Ja, finde ich auch. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Will-O-Wisp in sich drin. Ja. Oh, ah. Segelsamen. Und Fluch. Oh, das ist... Den wir schon gesehen haben. Okay. In Piaro, aber da habe ich mich ja selber gekillt. Aber... ja. Das ist jetzt ein bisschen riskant, das alles, weil... Creepook ist sehr, sehr wichtig für mich. Du hast kaum noch KP. Und ich habe kaum noch KP, denn Capoeira könnte, ziemlich Patron. Viel anrichten. Ja. Mit Tempo-Hieb. Und da kommt der Gigasauger, wird reichen. Ja, ja, das dachte ich mir aber schon, wenn er jetzt... Dass du auch drin geblieben bist, hat mich jetzt verwundert. Ja, ich wusste nicht genau, ob ich drin bleiben sollte oder nicht. Ich wüsste halt später nicht mehr. Ja klar, du kennst ja auch noch nicht die Movesets von den anderen Pokémon, heißt halt, du weißt auch noch nicht, was er jetzt einsetzen kann. Genau, das Problem war halt aber auch, auf was hätte ich wechseln sollen. Ich hätte vielleicht, ich weiß nicht, in was ich hätte wechseln sollen. Despotar wäre sehr effektiv getroffen worden vom Gigasauger. Rabigator wäre sehr effektiv getroffen. Stimmt auch. Gigasauger und Zorak hat jetzt nicht unbedingt die beste Defensive. Ja. Hier sehen wir aber mein Ränke. Ja, Zorak, das ist so Rock. Das ist so Rock. Das sieht man. Und da kommt der Mugli. Ich habe den Mugli total vergessen. Ich dachte mir jetzt, okay. Bist du geshasht, oder? Mhm. Oh, Leute, Notizblätter. Und da kommt der Tempo-Hieb. Ja, was willst du da machen? Du willst ja nicht den Tempo-Hieb dann aussetzen. Ne? Ja, das Problem ist halt auch, wieder, was soll ich switchen? Ja. Da hat Capoeira jetzt richtig gute Chancen. Ja, der kann jetzt jetzt musst du halt einfach hoffen, dass du First Turn aufschläfst, was sehr unwahrscheinlich ist. Ah, ich hatte schon mal Glück. Ah, okay. Ja, gut. Hatte. Sieht nicht so gut aus. Sieht Moment nicht so gut nicht, aus nein. Für dich. Vor allem Tempo-Hieb hat eine Vierfach-Schwäche. Ja. Gegen Despotar. Ja. Ja, ich würde mal sagen, das ist vorbei. Ja. Und jetzt denke ich mir, okay, ich habe eine gute Defensive. Also sein Plan ist in der Hinsicht aufgegangen. Ja. Da hat er schon mal sehr, sehr gut gespielt. Er hat schnell Creepook ausgeschaltet, was halt einfach die größte Gefahr war. Ja, ich hätte, wie du gesagt hast, halt wirklich auswechseln sollen nach dem Gigasauger, um dann halt mich noch vor Capoeira zu schützen. Aber da überleben wir mit. Du spielst wahrscheinlich auch Creepook mit Will-O-Wisp, oder? Ja. Ja, und das damit hättest du wahrscheinlich dann Capoeira auch verbrennen können. Das habe ich nämlich an der Anfang der Team Preview gleich gesehen, dass das ein Problem für Capoeira werden könnte. Mhm.
Aber ja, naja, der Tempo Glückwunsch an Herausforderung. Genau, damit konnte er den Schattenorden verdienen. Und ja, damit ist er schon mal, so schade wie es auch klingt, schon mal sehr viel weiter als manch andere gekommen. Ja, also, mega Knogger an dich. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Nein, Spaß. Okay. Und ja, Freunde, das war der erste Kampf. Wir hängen jetzt noch einen zweiten Kampf hinten dran. Mhm. Silver wird wieder mit dabei sein. Jo. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich, ciao. Versus Krexel, Kampf 2 um den Kesselorden mit keinem Continue. So, Freunde, weiter geht's mit Razor's Arena Leiter Pyramide, immer noch zusammen mit Silver. Ja, ich bin ja immer noch da. Ihr werdet dann so, geh weg, Dämon. Und was ich eben schon ansprechen wollte, was ich total vergessen habe, ist, dass er sich eben schon gegen die Schattenarena getraut hat. Mhm. Besser gesagt, gegen die Unlichtarena und hier schon gegen die Feuerarena. Finde ich sehr interessant, seine Überlegung. Mhm. Also, denn wirklich gefährliche Arenen, also nimmt er gleich anscheinend zum Anfang. Ja, so die mittelschweren würde ich so sagen. Ja, Feuer, also aber ich würde Feuer wirklich nicht unterschätzen, da du ja mit Vulvona meistens, das ist dein Lied, oder? Ja, Vulvona. Genau, dass du gleich die Dürre rausbringst, ist wirklich immer sehr gefährlich, bei der Feuerarena. Vor allem Vulvona ist eigentlich recht tanky. Und er kriegt wieder einen Pluspunkt, er hat Seetracking dabei. Wann hast du das zum letzten Mal gesehen? Ich glaube, das letzte Mal habe ich es bei mir gesehen. Aber das ist auch schon eine Weile her. Ich glaube, es war bei meinem Wi-Fi-Kampf Part 30 oder so. Ja, gut, du bist auch schon wieder her. Ich glaube, du warst jetzt dann bei 60, oder? Nee, bei 45 bin ich jetzt. Ach, aber ich hatte ja so eine kurze Pause. Und ja. Okay. Also, okay, und Gudra. Also, er hat mit Videsaur und Gudra wirklich richtig Special Walls mitgenommen. Ja, er hat wirklich gute Tanks. Aber das Problem ist halt, was mir an seinem Team auffällt, er hat, wie du halt bereits gesagt hast, viele Special Walls, aber keine physischen. Ja, was mir jetzt auch auffällt, was macht er denn jetzt gerade gegen Fiyaro? Was hat denn der da jetzt? Denn ich denke mal, er wird mit Seetracking eine Wasserattacke draufhauen, aber wenn die Dürre draußen ist. Also dieses Vulvona wird in den Kampf wirklich, wenn du da die Dürre mal geschickt rausbringst, glaube ich, dass es schwer wird für ihn. Könnte sehr wichtig werden, ja. Mhm. Und deswegen, Freunde, würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Kampf. Jo. Und was versprichst du dir wieder? So wie eben seinen grandiosen Kampf. Es war gerade eben gerade was Sweep, bisschen. Aber ja, es war wirklich das dieses Griphook, das hast du wirklich hättest du brauchen können. Ja, und da kommt wieder sein Lady Croc. Okay. Und Vulvona, ja. Vulvona. Und da kommt die Dürre. Ich mag sowas wie Glurak Y hätte in dieser Arena noch gepasst, Alter. Aber es war ein bisschen zu krass geworden, glaube ich sogar. Und hier kommt schon das erste. Ehrlich, dass er nicht rauswechselt? Er ist für Steinhagel gegangen, ist aber daneben gegangen. Oh, das wäre bitter. Das war echt bitter. Und jetzt ist er geburnt. Mhm. Ja, jetzt kann er es eigentlich schon. Ich will jetzt nicht sagen opfern, aber der Schaden wird jetzt. Ja, es geht noch. Es geht noch, ja. Aber dann hätte er ja davor schon auf Earthquake meiner Meinung nach gehen sollen, wenn der Earthquake jetzt schon Step, so viel war. Aber vielleicht wollte er mich flinchen oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Earthquake hätte gereicht. Der Earthquake hätte gereicht. Vielleicht hat er auch gedacht, dass ich den Erdbeben-Predictor auf Yaro wechsle und dann geht er auf Steinhagel. Mhm, ja. Das kann wieder immer nur der Herausforderer an uns sagen, also. Genau. Und okay, da konnten wir aber jetzt Abigato schon ausschalten. Ja. Und du bist auf Erholung. Ja. Dann schauen wir uns mal dein Item an. Das haben wir schon gesehen. Achso, dann muss ich mir noch merken. Oh, was eine Überraschung. Was eine Überraschung. Und okay, da kommt der Drachenpuls. Ich weiß nicht, tut der weh? Ich würde dann sagen, so mittel. Du drückst also das Irrlicht. Ja. Dachtest du vielleicht, okay, dass es. Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich vielleicht denken, dass du vielleicht sogar denkst, dass Viscogon sogar physisch offensiv ist. Wird ja auch öfter gesehen jetzt in letzter Zeit. Sieht man in letzter Zeit echt öfters, aber ich bin einfach safe im Burn gegangen. Okay, ja. Da wechselt er auch schon wieder raus. Weil ja. Er sieht, der Schaden reicht nicht. Genau, und da holt er seinen Capoeira rein. Und Disco-Pogo. Auch wenn Capoeira eine gute spezielle Wall ist, sieht mehr als die Hälfte. Ist halt, liegt in der auch Sonne. Am Sonnenlicht, ja. Liegt auch am Sonnenlicht. Geht jetzt erstmal für den Mogelhieb. Der macht auch schon mal ein bisschen. Ordentlich, ja. Ordentlich. Und da rufe ich auch meinen Vulvona zurück, denn ich habe jetzt alle ja schon ein bisschen geschwächt. Und da hole ich. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Style Points. Mein Muten Roshi reinholen, denn mein Muten Roshi trägt den Beulenhelm. Oh, okay. Hätte ich schon den Mogelhieb mit predikten können. Stimmt. Aber im Nachhinein wird man immer schlauer. Ja. Ist eigentlich meistens so. Ja, und oh, jetzt schickt er seinen Zitterking raus. Das Gute ist auch, dass es außer Sonne ist. Oh, der Gena war gemein. Der Gena war fies. Also ich hatte echt überlegt, ob ich den Gena drücken soll, weil er hätte natürlich auch jederzeit auf Viscogon wieder wechseln können. Ja, war risky. War risky. Aber auch gut gemacht dann.
Und jetzt kriegst du die Dürre halt raus. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt, das ist, glaube ich, sein einziger Wasserattack, nicht User. Und ich, reicht das? Das reicht, aber sogar. Was jetzt halt das Problem ist, jetzt kannst steht du jetzt ein. Oh, und ich glaube, ich rieche jetzt das Fiaro. Ich rieche es doch schon. Ich rieche es. Und? Ja. Auch wenn ihr es vielleicht hört, dass ich erkältet bin, meine Nase ist immer noch so gut, dass es dieses Ding riecht. Und das hat überraschend viel KP. Ja. Das hat überraschend viel KP. Ich sage nichts. Wir lassen das jetzt mal hier. Warte, ich husche dabei durch die Zipplantel. Ich trete ja auch noch an, also kann ich mir das merken. Genau, und ja. Da war der Switch sehr obvious. Ja. Von daher gehe ich in Sword Dance und... Jetzt... Ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber Leute, wir haben ein Orkan-Schwing-Fiaro mit einem Schwertanz draußen und er hat nichts, zwei spezielle Walls und ja. Ja, Leute, das habe ich von Anfang an gesagt, er hat meiner Meinung nach kein Wasser-Pokémon, das schnell dieses Vulvona ausschalten hätte können. Ja, also ich denke mal, das Problem an seinem Team ist einfach keine physische Wall. Keine physische Wall. Eine Gestein-Wall oder so. Vielleicht hat er ja noch eine dabei, wir kennen jetzt nicht alle seine Pokémon. Ja, wir haben jetzt 6 Pokémon gesehen. Mhm. Ja. Naja. Mal wieder so ein Kampf, den man entscheiden kann, bevor er richtig zu Ende ist, geht er noch ungefähr einen Zug. Und jetzt hat er nur noch sein schlafendes Cetra-King. Naja. Also wenn er jetzt nicht aufwacht und irgendein Wunder kommt, dann... Ich hab halt die Sonne auch noch draußen. Ah ne, jetzt geht's weg. Aber du brauchst ja auch nicht, weil wenn du wahrscheinlich eh auf Brave Bird gehen willst, weil Zetra King resistet ja. Ja. Dann sogar Feuer vierfach, oder? Ja. 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 Also. Und ja, Freunde, hier kommt der Sturzflug. Ja, schauen wir mal. Wie viel Damage der macht? Der könnte ein bisschen wehtun. Oh, er reicht sogar. Der reicht sogar. Und ja, Freunde, damit ist Scraxel leider ausgeschieden. Ja, ein Orden der Rung. Immerhin mehr als Knacke. Der arme Kerl wird. Wir hatten, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Leute, die mitgemacht haben, die noch keinen Orden verdient hatten. Ja gut, aber dafür, dass... Also ein Orden ist immer noch besser als keiner. War vielleicht auch ein Misspredict, aber naja, klatschen wir mal für einen Orden. Genau. Genau. Respekt ist trotzdem. Ist ja nicht so, als ob die Arenen jetzt ohne wären und man nur ab einer bestimmten Anzahl Orden jetzt was drauf hat. Ja, das Problem ist halt einfach... Ja. So unfair ich auch ab und zu spiele, ich kann euch hier echt nicht locker reapen lassen. Mhm. Ich will natürlich Champions sehen, ich will gute Herausforderer haben, aber ich kann es euch aber auch nicht zu leicht machen. Ja, aber hier wird gerade bei mir der Kampf ja wieder wiederholt, weil ich anscheinend auf Wiedergabe gedrückt habe. Und jetzt sehe ich schon wieder, er hätte am Anfang Earthquake machen müssen. Auch wenn es ein risky Wechsel war. Dieses Dürre Vulvona, das musste er ausschalten. Das war wirklich das Wichtigste in deinem Team. Er wollte halt, wie gesagt, den Fiaro-Switch predicten, aber ich habe mir gedacht, auch ein Erdbeben kann ich halt überleben oder wie gesagt auch ein Steinhagel. Mit Steinhagel hätte er keinen Step gehabt, ich glaube, er hätte mich nicht mal unter die Hälfte gebracht. Ich glaube, mit Earthquake hätte er dich gekillt, wie ich gerade sehe, weil... Mit Earthquake hätte er mich mit 2 gekillt, ja. Ja. Okay, Freunde, das war's. Jetzt kommt keine philosophischen raus. Das war's für heute mit der Arena-Leiter-Pyramide. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Silver vorbei. Ja, macht es. Kanal, der ist toll. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.